Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Albion. So, ich habe die ganzen Räume nochmal abgeklappert, nochmal jeden Schrank angeklickt und ich habe genau einen Schrank gefunden, den man dann noch manipulieren kann. Aber ich glaube, der hilft uns jetzt weiter. Da steht nämlich, ha, es geht doch nichts über menschliches Versagen. Wie gut, dass es so viele Leute gibt, die ihre Codenummer nicht behalten können. Lass uns die Nummer ablesen und ausprobieren. Wow, von 100 Schränken ist genau einer wichtig und genau den habe ich nicht angeguckt. Egal, besser spät als nie. Ja, welche Codenummer steht da jetzt drauf? Kann man das jetzt lesen, wenn man es im Inventar hat? Ah ja, jetzt kann man es lesen. 1001, super. 1001 Nacht, sehr schön. Zum Glück habe ich nicht so lange gebraucht, um diese Truhe da hinten zu finden. Naja gut, egal. Wir haben es gefunden und wir gehen weiter. Vielleicht kommt er jetzt Aladdins Wunderlampe oder so. Manipulieren. Öffnungscode, ja. Und jetzt die 1001 treffen. 1001, okay. Code korrekt. Öffne Tür. Dann rein da. Und schauen. Da haben wir eine grüne Codekarte. Packen. Oder gib die mal bitte deinem Kollegen, das ist ja unser Techniker. So. Ah, das Service Panel. Der Code für diesen Zugang lautet 1712. Wieso weißt du den Code und. Na gut, egal. 1712. 1712, 1712. 1700 und das war zu weit. 1712. Code korrekt, öffne Service Panel. Ja, wir waren ja schon mal in so einer Service-Ebene und die war auch 3D. So weit, so gut. Lass uns versuchen, von hier bis zum Reaktorbereich vorzudringen, ohne etwas zu zerstören. Sonst hätten wir Ned und Tisekus sofort am Hals. Hier unten gibt es eine Menge seltsame Steuerungseinrichtungen, die wir irgendwie verscheißern müssen, um dort durchzukommen. Okay, du bist der Mann für die Technik. Wir lassen ihn mal vorgehen. Zuerst mal eine Runde um den Block drehen. Haben wir eine Karte? Ja, wir haben die übliche Karte. Sehen wir auch schon eine geschlossene Tür. Dann gehen wir dort mal hin und schauen nach dem rechten. Da blinkt was Rotes am Boden. So, zeigt die Karte irgendwas? Nee, nur die geschlossene Tür und noch andere Zugänge. Treten wir auf das rote Licht. Aber das tut nichts, okay. Eine Tür. Es ist kein Öffnungsmechanismus zu erkennen. Da müssen wir den wahrscheinlich finden. Nur wo? Das ist noch so ein bisschen die Frage. Ah, da ist wieder einer von diesen Service-Robotern. Joe führt einige Handgriffe an dem Roboter aus. Tatsächlich erwacht der Automat zu elektronischem Leben und beginnt unkontrolliert hin und her zu laufen. Die hatten wir ganz am Anfang mal in der Service-Ebene dann auch auf so Platten fahren lassen. Junge, du bist wirklich ein bisschen daneben. Da folgst du uns? Ich glaube, er folgt uns. Okay, komm mal hier vor die Tür. Wo ist er denn jetzt? Nee, er folgt uns nicht. Hä? Wir sehen ihn noch nicht auf der Karte. Hä? Ah, da. Können wir nochmal irgendwas mit ihm tun? Nee, nur ein Service-Roboter. Ah, jetzt folgt er uns. Okay, wir sind durch die Tür. Wie auch immer. Ich bin voll erschrocken, weil es gepiept hat. Alles gut. Also, da könnten wir manipulieren.
Wir decken mal noch kurz hier die Karte auf. Und dann werden wir da mal manipulieren, beziehungsweise erstmal anschauen. Ein Schalter, der auf eine mit Stahlstreben versehenen Plexiglaswand montiert wurde. Dann manipulieren wir. Sobald Joe den Schalter betätigt, verschwindet die Wand blitzschnell in der Decke. Okay. Alles klar. Was ist das? Nichts. Okay. Das ist viel. Eine große Kontrolllampe, die rot leuchtet. Da ist wieder eine Kontrolllampe und das ist ein Schalter, den wir gedrückt haben. Das war jetzt einmal um den Block. Jetzt leuchten die... Nee, jetzt leuchten sie nicht mehr. Und der Schalter hat sich wieder entdrückt. Also das ist irgendwas Zeitbasiertes dann. Wahrscheinlich da unten. Okay, machen wir nochmal und dann geben wir mal ein bisschen Gas. So, zack, Gas geben, zack, zack. Zack, um die Ecke, da so, hier so. Da leuchtet auch noch was rot. Die Stellung des Schalters ändert sich nicht. Beim Betätigen des Schalters gehen hinten die Kontrolllampen und Deckenleuchten an. Okay, dann nochmal rumdrehen. Schlagartig erlöschen alle roten Leuchtkörper. Wir haben es hier offenbar mit einer zeitabhängigen Steuerung zu tun. Ja, das hatte ich auch schon vermutet. Der Schalter, das ändert sich nicht. Jetzt gehen wieder die Deckenbeleuchtung an. Vielleicht müssen wir dann den anderen Schalter drücken. Da wollte ich hin. Ah, dann ist bestimmt hier in der anderen Ecke noch irgendwas. Brumm, brumm. Schnell. Ja, da ist Schalter manipulieren. Ich glaube, wir haben was richtig gemacht. Im Schrank hat jemand ein kleines Stück Papier vergessen. Ein Zettel mit einer Nummer drauf. So, so. Du weißt, es ist strengstens verboten, irgendwelche Zugangscodes zu notieren, von wegen Sicherheitsvorschriften und so weiter. Allerdings kenne ich ein paar Alzheimer-Kandidaten, die sich beim Anlagenbau ihre Codes trotzdem notiert und in der Anlage deponiert haben. Sie kamen sich zu dämlich dabei vor, zum fünften Mal zu auf sich zu rennen und zuzugeben, dass sie ihre Codes schon wieder vergessen haben. Ich schätze, dies hier ist so ein Fall, ähnlich wie oben. Der Code scheint allerdings nicht ganz vollständig zu sein. Der Zettel wurde zerteilt. Okay. Einpacken. Lesen. Auf dem Fetzen eines Schaltplans hat jemand zwei Ziffern notiert. 12. Sorry, aber ich behalte das Ding lieber. Brauche ich noch. Okay, alles klar. Ich wollte es dir nicht wegnehmen, Kumpel. So, das war scheinbar mal richtig. Ja, der letzte Schalter wurde jetzt zur Truhe. Aber wo gehen wir jetzt weiter? Genau, das weiß man noch nicht, ne? Das Rätsel in einer anderen Reihenfolge... Moment mal, ist da jetzt noch ein Schalter? Ne, der Schalter wurde zur Kiste. Wir gehen nochmal zu dem anderen Schalter gucken. Nee. Spiel, lass mich ums Eck. Der ist noch rot. Dann nochmal nach unten zu den beiden. Der leuchtet noch. Und das ist der, der sich die ganze Zeit nicht ändern ließ.
Er lässt sich weiterhin nicht ändern. So, dann sind wieder die Kontrolllampen an und die Deckenbeleuchtung. Kann ich den jetzt drücken? Nee, ändert sich nicht. Er ist aber auch wieder ausgegangen. Er ist schon wieder aus. Heißt das, dass wir damit fertig sind mit dem Rätsel? Wir spoten mal nochmal zu dem anderen Scheibenglas da. Ich habe mich verlaufen. Da, zu dem wollte ich, aber der ist auch gedrückt. Dann gehen wir nochmal durch die Tür zurück. Da hinten hat... Da ist unser Service-Roboter. Hier haben wir nämlich noch nichts geguckt. Aber da ist irgendwie... gar nichts. Da kamen wir mal her. Dann gehen wir mal wieder dahin gucken, wo wir den Service-Roboter her hatten. Das war... Da, eins weiter. Habe ich hier noch irgendeinen Schalter, irgendwas übersehen? Nee, zuerst mal nicht. Genau, da hatten wir den Service-Roboter her. Der stand ja da hinten in der Ecke. Da in der Ecke, aber da ist auch nichts. Puh. Okay. Hi, Roboter. Wo geht's jetzt weiter? Gibt es irgendwelche Bodenplatten, auf die man sich stellen könnte? Oder was hat's mit dem gelben Dings da auf sich? Das kann man nämlich nicht gucken. Fragen. Also da hinten ist der Schalter, der sich nicht drücken lässt. Es würde halt Sinn machen, wenn hier auch noch eine Kiste aufgehen würde. Also hier unten drücken und dann schnell da oben drücken. Aber das da, irgendwie geht das jetzt super schnell wieder aus alles. Ah ne, die Decken leuchten. Moment, die Decken leuchten gehen an. Aber auch nur ganz kurz. Zu dem anderen Schalter, da war die Tür. Der lässt sich nicht mehr verändern. Aber was hat es denn mit den Deckenleuchten auf sich? Also wir können ja nicht mal jetzt kurz an der Decke spazieren gehen. Du lässt dich weiterhin nicht drücken. Bestätigen, es scheint, es gehen hinten die Kontrolllampen und Deckenleuchten an. Verändert sich dann irgendwas? Zumindest mal nichts, was man sieht. Wenn wir den wieder drücken, kann sich nichts verändern. Moment. So schnell komme ich auch nicht zu dem anderen Schalter, dass man da nochmal drücken kann. Ich bin gerade ziemlich lost. Ich probiere hier mal noch ein bisschen rum. Gib mir mal 3 Sekunden.
So, da bin ich wieder. Das war eine bisschen schwerere Geburt. Und zwar, wenn wir da hinten den Knopf gedrückt hatten, wurde hier über uns die Decke rot. Und das hat ja eigentlich darauf hingedeutet, dass wir dann auf der anderen Seite zum Schalter sollen, der sich ja nie bewegen ließ. Und die Zeit war aber immer viel zu kurz, immer viel zu kurz. Und dann habe ich nochmal im Handbuch geschaut, ob man sich vielleicht auf einmal 180 Grad drehen kann oder so weiter, weil allein für das Drehen braucht man schon eine gewisse Weile. Und dann habe ich dann den Steuerungsanweisen nochmal gelesen, man kann auch laufen. Also das darf gehen, man kann auch laufen und das ist dann richtig schnell. Da muss man die Steuerung dazu drücken, Steuerung links und dann geht es so richtig ab. Und dann schafft man das gerade so, wenn man da hinten den Schalter gedrückt hat, dann gerade so den da zu drücken, bevor die Lichter wieder ausgehen. Und dann geht hier eine Wand auf. Und da gehen wir jetzt weiter. So, wieder was gelernt, aber ich kann da kaum die Richtung halten, wenn da Steuerung gedrückt ist und Ecke überall an und so weiter. Also das ist übelst schnell. Aber ja. So, wir sehen hier wieder eine ganze Menge Schalter und irgendwelche Plexiglas-Türen. Und ich hoffe nicht, dass ich da mit gedrückter Steuerungstaste hier um die Ecke flitzen muss. Das gibt eingedrückte Nasen. Und im Fall von Crystal Dragon wird es dann auch Verletzungen geben. Weil da bekommt man nämlich Schaden und auch Verletzungen, wenn man gegen die Wand brettert. Okay, ich sehe gefühlt 100 Schalter. Plexiglas-Dinger. Und da sind auch wieder Bodenschalter. Bodenplatte leuchtet auf. Okay, das hatte ich erwartet. Wir lassen mal alle leuchten. Und eine fehlt noch. So, jetzt leuchtet alles. Keine Ahnung, ob das so soll. Ich schau mal auf die Karte. Also wir haben eine geschlossene Tür, wir haben die Bodenplatten und wir haben hier eine ganze Menge Schalter. Schauen wir zuerst mal zur Tür, denn dort ist ja ein Schalter nebenan. Shit! Jede Wette, dass wir es wieder mit einer verdammten Zeitschaltung zu tun haben. Ich hab's geahnt. Die Leuchtplatten erlöschen. Zum Henker. Ich nehme an, dass wir die vier Schalter in den Korridoren aktivieren müssen, um weiterzukommen. Das schaffen wir nie in der kurzen Zeit. Die Wegstrecke ist zu groß. Dem Typ, der das hier installiert hat, gehören die Finger abgehackt. Ja, und den Programmierern auch so ein bisschen. Sorry, Leute. So, Moment. Ich nehme an, dass wir die vier Schalter in den Korridoren aktivieren müssen, um weiterzukommen. Das schaffen wir nie in der kurzen Zeit. Die Wegstrecke ist zu groß. Und was hat es mit den Schaltern auf sich? Die sind beide gleichzeitig gedrückt worden. Da sind auch, ist auch nochmal eine Bodenplatte drin. Also die vier Schalter in den Viehkorridoren, damit meint er wahrscheinlich die da. Aber hier unten geht es auch noch weiter. Dann schauen wir uns erstmal noch dort um. Ah, und die Platten sind doch wieder aus. Okay. Das klingt irgendwie nach ziemlich viel Stress. Oder nach irgendwas, was wir noch nicht verstanden haben. Aber zumindest hat uns ja Joe eigentlich schon gesagt, was wir machen müssen. Wir müssen nur herausfinden, wie wir das tun. Ich habe es jetzt natürlich auch nicht versucht, ob es gehen würde. Aber wenn das Spiel ja schon sagt, dass die Strecke zu groß ist, dann glaube ich ihm das mal. Hier gibt es viel nichts. Renne ich jetzt eigentlich im Kreis? Nee, nicht wirklich. Okay, dann laufen wir mal weiter. Moment, da war ein Schalter. Ah, und da sind auch wieder Bodenplatten.
Das sieht so aus, als müsste man das da nachbauen. Das schaffen wir. Vielleicht passiert dann irgendwas, was uns hilft. Okay, das versuchen wir mal. Bleibt das so auf der Karte oder muss ich mir das merken? Ich wäre dafür, dass es so bleibt. Wo kommen wir denn her da? So viel Weg nur für ein Muster? Genau, das weiß man nicht. So, wo sind wir jetzt? Ja, die Platten scheinen noch an zu sein. Okay, hier so, da so, hier so, und da verließen sie ihn schon wieder. ja. Hier so, da so, nein, da so nicht. Hä? Doch, hier geht's rechts weiter. Okay, alles klar. Alles gut. Hä? Ich komme mit diesen Gängen überhaupt nicht klar. Zack. Hier so, da so. Es ging doch um den Hinweg so einfach. Irgendjemand verändert hier die Gänge. Das geht so nicht mit rechten Dingen zu. Das ist... Irgendjemand manipuliert das Spiel oder so. Na, natürlich nicht wirklich. Ich suche nur eine Ausrede. Alles gut. So, bin ich jetzt auf dem... Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist alles, was zählt. So, zack. Und jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Halleluja. Und die Bodenplatten leuchten noch. So, dann versuchen wir das jetzt mal nachzumalen. Mal nach Zahlen. So, die Seite. Und zack, zack, zack. Klack, klack, klack. Dann vielleicht hier drücken. Ja, das war's. Dort hinten sind die Plexiglaswände fortgegangen. Jetzt müssen wir die Zeitschaltung schaffen. Stimmt, da waren Plexiglaswände dazwischen. Und stattdessen sind da jetzt grüne Platten. Na gut, wir fangen einfach mal links an. Stellungsschalter, das ändert sich nicht. Also fangen wir nicht links an. Dann fangen wir rechts an. Moment mal. Eins, zwei, drei, vier. Doch, dann ist da dann der erste Schalter. Was macht's mit diesen Bodenplatten da? Gar nichts, oder? Nee, gar nichts, okay. Sternenschall, das ändert sich nicht. Also irgendeine Kombination. Ändert sich nicht. Ändert sich nicht. Warum? Aber da war doch irgendwas von Zeitgedönse. Muss man hier irgendwo noch einen Startknopf drücken? Das ist der Startknopf. Ändert sich nicht. Ändert sich nicht. Ändert sich nicht. Aber er hat doch am Anfang gesagt, man muss alle vier Schalter drücken. Oder hat das... Moment, mit der Tür. Neben der Tür war doch auch noch ein Knopf. Neben der da. Orientierung. Da, der da. So, ist das jetzt die Start? Genau, da kann man hier durch. Dann da drücken. Da drücken. Da drücken. Die Leuchtplatten alles nicht. War zu langsam. Verdammte Hacke. Wir drücken trotzdem. Okay, da muss man mit ganz viel Fingergefühl und ganz viel Nerven ran. Ich schicke euch in die Pause. Ich schaffe das irgendwie. Also da drücken, dann da runterspurten und nacheinander die Schalter drücken. Ich schaffe das. Glaubt an mich. Bis gleich.